Das Haus in den Bäumen von Hanna Sörensen. Aranka beugt sich tief über ihren Besen und fliegt eine scharfe Kurve. »Wackle nicht so«, beschwert sich Benny, »sonst falle ich in den See.« »Ach was«, lacht Aranka übermütig, »so schnell fällst du nicht vom Besen. Festhalten, ich schalte den Zauberturbo ein.« Sie fuchteln mit dem Zauberstab und ruft, »Abracadabra, Besen, flieg schneller!« »Oh«, schreit Benny. Ängstlich klammert er sich an Aranka. Sie düsen über die Wasseroberfläche. »Vorsicht, die Bäume!« kreischt Benny. »Hab ich gesehen«, antwortet Aranka. Sie zieht den Besenstiel nach oben, haarscharf gleiten sie an den Bäumen vorbei. »Wenn du nicht sofort langsamer fliegst, steige ich nie wieder auf den Besen«, ruft Benny erbost. Aranka riskiert einen kurzen Blick nach hinten. Benny meint es ernst. »Tut mir leid«, entschuldigt sie sich. »Ich wollte dich nicht ärgern, nur ein kleines bisschen foppen.« Gemächlich fliegen sie über die Baumkronen. »Sieh mal, ein Haus«, sagt Benny. Aranka wendet den Besen und landet geschickt auf dem Balkon des Hauses. Es ist zwischen die kräftigen Äste eines großen Baumes gebaut. Auf dem Schild neben der Tür steht ein Name, Octavius. »Guten Tag«, ruft Aranka. »Ist jemand zu Hause?« Benny klettert vom Besen. »Sieht nicht so aus«, sagt er. »Komm, wir schauen uns mal um.« »Ich weiß nicht«, meint Aranka zögernd. »Ich möchte Octavius nicht stören. Wir wissen gar nicht, wer er ist.« »Wir stören doch nicht«, sagt Benny. »Wir sehen uns nur um.« Er springt auf die Fensterbank. »Benny«, flüstert Aranka, »man starrt anderen Leuten nicht ins Fenster.« »Quatsch«, meint Benny. »Ich will doch bloß mal gucken.« Er schaut durchs Fenster. »Benny«, fleht Aranka, »lass uns lieber fliegen.« Sie geht ans Geländer des Balkons, es geht steil nach unten, ganz schön hoch, sagt Aranka. Wer das Haus wohl gebaut hat, was meinst du? Benny gibt keine Antwort. Verwundert dreht Aranka sich um. Benny, wo steckst du? Ruft sie besorgt. Hier kommt die gedämpfte Antwort von drinnen. Aranka läuft zum Fenster. Es ist gerade groß genug, dass ich ein Biber hindurchzwingen kann. Für eine Hexe ist die Öffnung zu klein. Bist du verrückt? Ruft Aranka. Komm sofort raus! Die Haustür geht auf. Benny grinst sie an. »Komm du herein«, sagt er und verschwindet wieder im Haus. Zögernd folgt Aranka ihrem Freund. Das Haus ist sehr gemütlich. Neben einem Kamin stehen ein Sofa, ein Tisch und ein großer Schrank. Die Türen des Schrankes sind weit geöffnet. Benny greift in den Schrank und zieht eine türkisfarbene Flasche heraus. Er hält sie gegen das Licht. Obwohl es eine Glasflasche ist, kann er nicht hindurchschauen. »Seltsam«, murmelt er. »Hilf mir mal mit dem Korken, ja?« Aranka nimmt die Flasche und zieht am Korken. Sie bekommt einen knallroten Kopf. »Geht nicht«, keucht sie. »Er sitzt zu fest, ich bekomme ihn nicht heraus.« Sie gibt Benny die Flasche zurück. »Tut mir leid.« Benny schaut Aranka überrascht an. »Warum nimmst du nicht einfach deinen Zauberstab zu Hilfe?« fragt er. »Du bist eine Hexe.« Verlegen zieht Aranka ihren Zauberstab aus der Tasche. »Stimmt«, sagte sie. »Manchmal vergesse ich, dass ich zaubern kann.« Kopfschüttelnd wartet Benny ab. Aranka schwingt den Zauberstab. Einmal, zweimal. »Abracadabra, Flasche, öffne dich!« Sie zieht am Korken. Doch nichts geschieht. »Siehst du«, sagt Aranka, »man kann nicht alles so hinzaubern, wie man es gerne möchte. Ich...« »Warte«, unterbricht Benny seine Freundin. »Hör mal!« Es summt leise, dann lauter. Der Ton kommt aus der Flasche. Schließlich ist er so laut, dass Aranka an Benny die Ohren zu halten. Sonst springt der Korken aus der Flasche. Sofort füllt sich der Raum mit gelbem Rauch. »Benny«, ruft Aranka, »wo bist du? Ich sehe dich nicht.« »Hier bin ich«, sagt Benny direkt neben dir. »Ich bin auch hier«, sagt eine Stimme. Ängstlich klammern sich Benny und Aranka aneinander. »Was war das?«, wispert Benny. »Habt keine Angst«, sagt die Stimme. »Ich tue euch nichts. Willkommen in meinem Haus.« Langsam lichtet sich der Nebel. Auf dem Sofa sitzt eine kleine Gestalt, ein Flaschengeist. »Danke, dass ihr mich befreit habt«, sagt der Flaschengeist freundlich. Er gibt Aranka und Benny die Hand. »Ich bin Octavius und lebe in diesem Haus. Allerdings habe ich die letzten 257 Jahre ein bisschen beengt gewohnt. So lange sitze ich schon in meiner Flasche fest.« »Oh je«, sagt Aranka, »wie bist du überhaupt in die Flasche gekommen?« Octavius hüpft auf und ab, dabei schlenkert er mit den Armen und den Beinen.
Hineinzukommen ist kein Problem, schließlich bin ich ein Flaschengeist. Nur kam ich leider nicht wieder heraus. Mein Bruder hat nämlich den Korken festgezaubert. Und warum? Fragt Benny. Auf einmal sieht Octavius ein wenig verlegen aus. Wir haben uns gestritten, antwortet er. Ich wollte ihn nur ein bisschen foppen. Na gut, eigentlich habe ich ihn ganz schön geärgert. Und wie? Fragte Aranka. Ich habe den Hals seiner Flasche ein bisschen enger gemacht. Und da er ein wenig nun ja pummelig ist, blieb er am Flaschenhals stecken. Wie konnte ich ahnen, dass er gleich so wütend wird? Octavius steht auf. Am besten mache ich mich jetzt mal auf den Weg, sagt er, meinen Bruder suchen. Um ihn zu verzaubern? Fragt Aranka. Nein, lacht der Flaschengeist, um mich zu vertragen. Ihr könnt gern noch bleiben, wenn ihr mögt. Fühlt euch wie zu Hause. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass es etwas staubig ist, nach 257 Jahren. Octavius nimmt die türkisfarbene Flasche in die Hand und verbeugt sich. Auf Wiedersehen, sagt er und reibt über das Glas. Wieder wabert gelber Rauch auf. Octavius verschwindet darin mitsamt seiner Flasche. Puh, für heute habe ich genug erlebt, sagt Benny. Fliegen wir nach Hause. Gute Idee, meint Aranka. Und eins verspreche ich dir, so gern wir uns auch foppen, ich werde dich niemals in eine Flasche zaubern.